Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Das letzte Video ist schon ein bisschen länger her. Ich habe jetzt ein paar kleinere und größere Informationen für euch zusammengesammelt. Heute geht es um das nächste Event, das Aftermarket Event, was am 15. September wahrscheinlich starten wird. In Verbindung mit Crossplay könnte wahrscheinlich sein. Dann gibt es Voicelines wie Rampart 2, völlig neue Hop-Ups pinkt, die bis heute niemandem bekannt waren. Sehr interessant und erinnert euch an das Apex Legends UFO, was auf dem Kings Canyon als neuer Spot wohl mal kommen soll. Dort gibt es ein völlig anderes Overlay. Also das UFO sieht jetzt völlig anders aus. Nur dieser mittlere Kreis von diesem UFO ist gleich geblieben. Ich zeige euch gleich eine Animation von diesem UFO. Und das Interessante ist, dass wir das auf den Screensavern in Season 4 schon sehen konnten. Genaueres dazu gleich. Ist auf jeden Fall mega interessant. Und es gibt aktuell auf dem World's Edge 2 Easter Eggs. Einmal, wenn wir die Karte öffnen, gibt es was Interessantes zu entdecken. Und einmal in der Nähe vom Mirage Voyage Schiff, da wo es mal war, ist jetzt ein Container aufgetaucht mit einem Schriftzug. Näheres gleich im Detail. Ich würde mich natürlich jetzt wie immer schon mal darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Leute, noch 500 Abonnenten bis zur 10.000. 38% von euch, die regelmäßig einschalten, haben noch immer nicht abonniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dem Weg zur 10.000 unterstützt. Viel Spaß jetzt bei den Infos. Wir fangen mit dem Event an. Nichts bestätigt, das möchte ich nochmal betonen. Am 15. September soll das Event kommen. Verschiedene Leute, die sich ein bisschen mit Apex Legends auskennen, sind der Meinung, dass Crossplay auch mit dem Event kommt. Ich glaube zwar immer noch, dass es Split 2 ist. Split 2 wird am 29. September kommen, ist ein sehr großer Patch jedes Mal, erinnert euch in Season 5. Der Patch zu Split 2, der war mega riesig und hat sehr viele Veränderungen gebracht. Aber es gibt halt verschiedene Leute, die glauben, dass mit dem Aftermarket-Event, was am 15. September starten soll, auch Crossplay kommt. Mit dem Patch am 15. September sollen auch sehr viele Bugs beseitigt werden. Es gibt zurzeit nervige Soundbugs, wie zum Beispiel der Lava-Sound, als würde jemand in der Lava rumspringen. Auch wenn wir landen, nachdem wir aus dem Jumpship geflogen sind, gibt es sehr viele nervige Soundbugs, die noch immer nicht behoben sein sollen. Mit die Devotion soll nochmal einen Patch bekommen. Ich gehe auch hier davon aus, dass wir in dem großen Patch am 15. September ein wenig Veränderungen bekommen werden. Was jetzt natürlich mit der Waffenmeta, mit der Schildmeta und so weiter passiert, bleibt erstmal fraglich. Wenn man sich in Season 6 ein bisschen eingespielt hat und leider Gottes sein Spielstil ein bisschen anpasst, ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie der ein oder andere denkt und vor allen Dingen auch ich dachte, aber ich würde mir trotzdem die Waffenmeta, auch die Schildmeta von Season 5 zurückwünschen. Darum geht es aber heute nicht. Ich möchte kurz was zu einem YouTuber aus Amerika sagen. Der hat nämlich etwas gepostet und er meinte in dem Post, wenn dann Crossplay, in welchem Zusammenhang der Post war, weiß ich jetzt gar nicht, aber er meinte inhaltlich, wenn dann Crossplay nächsten Monat im September kommt. Dieser YouTuber nennt sich Staycation, ein sehr großer, der öfters von Respawn zu verschiedenen Events eingeladen wird. Der durfte in Season 2 schon World's Edge und Krypto testen, bevor Season 3 überhaupt schon draußen war und so weiter. Der postete halt genau die Aussage, wenn Crossplay im September kommt. Und jetzt kommt nämlich das Interessante, wurde von Respawn weder kommentiert noch dementiert. Und das ist eigentlich das Interessante und insgeheim schon die Bestätigung, wir werden Crossplay bekommen. Ich denke zwar immer noch Split 2 und nicht am 15., wie es der ein oder andere Dataminer wie Bias12 zum Beispiel meint. Ich weiß jedenfalls, dass am 15. September, wenn das Event erscheinen sollte, auch ein großer Patch, wie gesagt, für verschiedene Bugs kommen sollte. Jetzt kommen wir zu den zwei Hop-Ups. Ich spiele euch ganz kurz zwei Pings ein von Rampart. Und dann gehe ich näher darauf ein, was ich denke, für welche Waffe die sind und was die für einen Sinn haben. Achtung! Got a hop up here. Overcharger. Got a hop up here. Heatsink. Got a hop up here. Overcharger. So, ich habe das jetzt selber nicht gehört, ich habe es nur eingespielt. Und zwar haben wir einmal den Overcharger und einmal den Heatsink. Ich muss dazu sagen, vor einiger Zeit habe ich über einen anderen Hop-Up schon mal berichtet, der Schaden über Zeit bringen sollte, so eine Art Brandmunition. Nie wieder was von gehört. Ich weiß auch nicht, ob der noch in den Gamefiles ist. Als ich gelesen habe, zwei neue Hop-Ups, dachte ich eigentlich, Mensch, jetzt kommt die Brandmunition. Nein, Overcharger und Heatsink. Overcharger heißt zu Deutsch nichts anderes als überladen zum Beispiel. Und Overcharger könnte für die Charge Rifle sein, denn das ist die einzige Waffe, die erstmal aufladen muss, bevor sie einen Schuss abgibt. Und ich gehe davon aus, dass der Overcharger Hop-Up den Ladestrahl, bevor sie den endgültigen Schuss abgibt,
schneller raushaut, dass wir quasi eine erhöhte Feuerrate haben. Das ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass er den Schaden der Charge Rifle erhöht, weil der Schaden, wenn du richtig triffst, ist schon hoch genug. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. Ich bin gespannt. Erinnert euch, als die Charge Rifle ins Spiel kam, war die so overpowered und das hat mehrere Wochen, gefühlt schon fast Monate gedauert, bis die so weit runtergepatcht wurde, dass es halbwegs gebalanced war. Das dazu. Ich bin auch übrigens auf eure Meinung gespannt zu einzelnen Sachen, die ich hier sage. Also haut eure Meinung raus. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt kommen wir zum Heatsink. Ist nichts anderes als so eine Art Überhitzungsschutz oder soll die Hitze reduzieren. Welche Waffe passt da perfekt? Es gibt nur eine Waffe, die überhitzen kann. Es ist die Elster. Ich bin gespannt. Und zwar, ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn man den Hop-Up findet, dass die Elster nicht so schnell überhitzt. Bei wie viel Schuss waren wir, bis sie überhitzt? Bei 23 und bei Rampart durch ihre Affinität, ihre passive Fähigkeit bei 27 Schuss. Ich denke mal so 30 Schuss hoffe ich, maximal 32 Schuss, bis sie überhitzt. Ich würde es sonst zu krass finden. Sind wir mal ehrlich, die Elster kann einen richtig, richtig abfacken. Vor allen Dingen, wenn wir im Early Game sind und dein Gegner oder du selber hast die Charge Rifle, die Elster gefunden. Du kannst die Leute so abfacken. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist der Muscle Flash. Mehr aber auch nicht. Also ich finde, und da bin ich eben auf eure Meinung gespannt, würdet ihr die Hop-Ups gut finden oder eher schlecht? Ich bin immer noch der Meinung, patcht erstmal die ganzen Probleme, die sich in Season 6 so eingeschlichen haben, bevor auch Crossplay kommt oder zwei Hop-Ups oder. Das zumindest erstmal dazu. So, jetzt kommen wir zum Apex-UFO. Erinnert euch noch in dem Dev-Stream, bevor Split 2 in Season 5 kam, mit einem mega fetten Update, wurde dieser Dev-Stream gezeigt. Und dort wurde im Hintergrund versehentlich etwas gezeigt, was nicht gezeigt werden sollte. Es wurde dann das Apex-UFO genannt. Und es gibt jetzt ein komplett neues Layout. Moment, ich zeige euch vorher mal das Bild, wie das innen aussah. Da gab es auch in den Game-Files verschiedene Bilder schon. Und sind wir mal ehrlich, wenn ich das andere Bild jetzt noch mal einblende, so groß sieht der Spot gar nicht aus. Jetzt gibt es in den Game-Files aber eine animierte Version, die etwas anders aussieht. Und zwar ist das genau diese. Sieht erstens mega, mega geil aus. Und jetzt kommen wir aber zu einem anderen Punkt. Wir haben in den verschiedenen Screensavern, die wir in Season 4 schon sehen konnten, dieses Teil schon öfter gesehen. Ob das jetzt Zufall ist, ob die genau deswegen selber gesehen haben, oben im Hintergrund, wir verändern mal die Optik des UFOs. Okay, ich möchte mich jetzt nicht um Kopf und Kragen labern, aber ich zeige euch einfach mal verschiedene Screensaver. Moment, bevor ich euch mal ein Größenverhältnis zeige, was mega interessant ist. Erinnert euch an diesen schönen Screensaver und hier ganz, ganz rechts in der Mitte. Seht ihr es selber, haben wir diese ballonartigen Dinger. Jetzt blende ich einfach nochmal die Animation ein, damit ihr diese Ballons seht und einfach euch das nochmal ins Gedächtnis ruft. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch einmal, und da fängt der Revenant, wo der Revenant-Trailer anfängt, wo wir auch übrigens kurz Ash auf dieser Animation sehen, New Message, wo er quasi den Kopfgeldauftrag bekommt für Lobas Vater, den zu killen. Ganz oben rechts am Fenster sehen wir dieses UFO auch noch einmal. Ich kann das gerne mal ein bisschen größer machen. Hier ganz in der Mitte, seht ihr es jetzt im Bild, ist das UFO zu sehen. Und jetzt zeige ich euch mal ein Größenverhältnis. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, es war der Dataminer Bias 12, der hat sich diese Animation rausgepickt und hat mal eine Brave sich ausgeschnitten und dieses Bild gepackt, um die Größenverhältnisse darzustellen. Zieht euch das rein. Ich zeige euch erstmal, wo Wraith steht. In dieser Animation, dieser klitzekleine Punkt, soll Wraith darstellen. Das soll nicht nur, es ist tatsächlich Wraith, denn hier haben wir das Bild drangezoomt, ein etwas anderer Winkel, als sich das UFO noch ein Stück weit dreht, damit ihr einfach mal seht, was dieses Ding verdammt nochmal für ein Größenverhältnis hat. Und dieses Ding soll eben auf dem Kings Canyon landen. Das ist zumindest die Vermutung von allen. Und es steht vor allen Dingen extrem fest in Verbindung mit Olympus. Wir kennen es ja hier, die ganzen Hintergrunddinger. Das passiert alles auf Olympus. Das soll ja die dritte Map werden. Vor ein paar Tagen habe ich erst darüber berichtet. Da kamen Gamefiles über Tropic Island, schon angeblich eine vierte Map. Ich gehe davon aus, dass die Dataminer mal wieder so ein bisschen hinters Licht geführt werden sollen, damit sie nicht so viele Sachen über Olympus veröffentlichen und so weiter. So, last but not least kommen wir zu den zwei Easter Eggs. Ich habe sie heute im Kanalmitgliederzocken relativ weit am Anfang schon gezeigt. Als allererstes,
Ich blende es euch einfach mal ein. In der Nähe vom Mirage Voyage Schiff, zumindest da, wo es war. Ich blende es euch einfach ein und erzähle währenddessen. Moment, zack. Ist ein Container aufgetaucht. Ein Abonnent namens GermanFails28 hat mir die Bilder gesendet und ich habe es dann selber aufgesucht. Und dort steht auf diesem Container was? Landal Moon. Landal Moon. Ich mache das jetzt mal ganz kurz wieder weg und rede erstmal darüber. Wenn wir das googeln, kommen wir auf eine Seite, die nennt sich Frontier Wiki. Keine Ahnung, wenn wir auf dieser Seite sind, ich habe das jetzt nicht eingeblendet, weil das auf der PC-Version irgendwie komisch aussieht. Auf jeden Fall bin ich dann ganz schnell auf den Namen Cuban Blisk gestoßen. Ist der Veranstalter der Apex Games und von Titanfall, ich glaube, 1 und 2, sehr, sehr bekannt. Sollten wir mal wieder Titanfall 2, Kundige wahrscheinlich, am Start haben, die eine Ahnung haben, das muss wohl so eine Art Firma sein, wie es bei Apex Legends Hammond Robotics zum Beispiel ist. Wenn sich Titanfall 2 kundige Leute auskennen, haut's in die Kommentare und vervollständigt mich mal, was bedeutet Landal Moon. Und jetzt zweites Easter Egg, wenn ihr die Karte auf dem World's Edge öffnet. Scrollt mal ganz, ganz nah ran und fahrt vor mit dem Cursor nach oben rechts. Passt auf, ich warte mal, bis das hier passiert. Ich habe es eingeblendet, auch in dem Video. Dauert ein bisschen länger. Sorry dafür. So, jetzt ganz oben rechts steht ganz, ganz leicht Knock, Knock. Also zu Deutsch Klopf, Klopf. Ich mache jetzt mal ganz kurz ein Standbild davon, damit ihr euch nochmal selber grob ein Bild machen könnt, damit das nicht so schnell geht. Auch hier ist aktuell nicht bekannt, was soll uns Klopf, Klopf sagen. Ist das vielleicht ein kleiner Wink? Es gibt nämlich einen Soundfile. Es gibt doch so verschiedene Voicelines, die die Legenden haben. Keine Ahnung, wenn du irgendwas... Ich weiß jetzt nicht mehr, wozu die ganzen Soundfiles sind, die man so auswählen kann. Dort gibt es aus dem Halloween-Event vom letzten Jahr einen Soundfile von Gibraltar, der nennt sich Knock Knock. Ob das jetzt also insgeheim ein kleiner Wink an das nächste Halloween-Event ist, was ja in 2 Monaten ungefähr ist, Ende Oktober müsste das Halloween-Event sein, also quasi noch in Season 6. Ob das jetzt, wie gesagt, ein Wink ist, keine Ahnung. Wenn wir in der Nähe oben rechts von dieser Map sind, gibt es, hat schon ein anderer Dataminer namens Dead One Mining Guy so ein bisschen gesucht, ob es da irgendwelche Türen gibt, irgendwelche Hinweise. Selbst mit der Krypto-Drohne hat er gesucht, hat nichts gefunden. Also wie gesagt, wenn da Näheres ans Licht kommt, was das bedeuten könnte, natürlich auch gerne eure Theorien. Bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr so zu schreiben habt. Würde ich mich natürlich in den Kommentaren freuen. Ansonsten gibt es was Neues über die ganzen Geschichten, die ich jetzt hier erzählt habe. Halte ich euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Das war's soweit von allen Informationen, die ich für euch zusammengesammelt habe über die letzten Tage. Wie immer, dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.